2016 ist das Jahr des Schriftstellers Jack London. Denn es gibt gleich zwei runde Jahrestage, die wir begehen können. Nämlich vor 140 Jahren wurde er geboren und vor 100 Jahren starb er. Lässt sich also leicht rechnen, er wurde nur 40 Jahre alt. Warum? Dazu jetzt gleich mehr. 1876 wurde er in San Francisco geboren und er starb auch in Kalifornien 1916. Er war also Amerikaner, ist aber natürlich verbunden auch vor allen Dingen mit dem Goldrausch, den es in Kanada am Yukon seinerzeit gab. Und ich möchte das Jahr 2016 verwenden, um Jack London wieder zu entdecken, wieder zu lesen, seine Romane. Ich weiß, dass damals auch bei meinem Großvater zum Beispiel Jack London im Bücherschrank stand und ich ihn damals gelesen habe. Nur ereilte Jack London leider das hier in Deutschland, was vielen Büchern ähnlich ging. Er wurde so ein bisschen abgestempelt als Jugendromanautor, als Abenteuerromanautor. Ähnliches passierte ja auch mit Mark Twain und Huckleberry Finn oder mit Robinson Crusoe. Da wurde eben vieles rausgestrichen und gekürzt, was man für die Jugend gar nicht so geeignet hielt. Und auch die Romane von Jack London sind teilweise bis zu 30% gekürzt worden. Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr 2016 sind jetzt die großen Werke von Jack London in einer Neuübersetzung erschienen, im Deutschen Taschenbuchverlag. Übersetzt hat alle Titel Lutz W. Wolf. Also da sind so die Klassiker natürlich dabei, wie Lockruf des Goldes oder Wolfsblut, hier der Roman aus der Sicht eines Hundes erzählt. Oder auch der Seewolf, den kennen ja vielleicht viele damals noch, die Älteren erinnern sich, die Verfilmung mit Raimund Harmsdorff, die berühmte Kartoffelszene mit bloßen Händen, wurde da eine rohe Kartoffel zerdrückt. Also auch das ein Stoff von Jack London, ein Roman von Jack London. Also die gibt es jetzt alle in dieser Neuübersetzung und wie ich finde, hat Lutz W. Wolf hier wirklich sehr gut gearbeitet. Die Übersetzungen lesen sich sehr angenehm. Er hat weder versucht, das irgendwie sehr in heutiges Deutsch zu bringen oder vielleicht das sogar ein bisschen wie damals klingen zu lassen. Nein, es liest sich sehr angenehm. Die Übersetzung ist, wenn man so will, auch dadurch sehr gut, dass sie eben nicht groß auffällt. Das ist wirklich sehr sehr lesbare Romane sind. Wolf hat, wenn es angebracht war, zum Beispiel auch Ortsbezeichnungen ins Deutsche übertragen, weil man dann einfach sich ein bisschen mehr darunter vorstellen kann, belässt aber natürlich auch viele amerikanische, englische Begriffe im Original. Außerdem gibt es bei jedem Band hinten immer noch einen Anhang. Das sind dann durchaus hier so ein paar Seiten, das beispielsweise bei Lockruf des Goldes. Der beginnt immer mit einem Nachwort, einem, wie ich finde, sehr guten Nachwort, das ein bisschen das Werk und seine Bedeutung, aber auch die geschichtlichen Hintergründe einfach nochmal erläutert. Dann folgen Anmerkungen zu Personen und Orten und Geschehnissen von damals. Und am Schluss gibt es immer noch mal eine Zeittafel über das Leben von Jack London. Das klingt jetzt so, als wäre es jetzt so eine Art Schulausgabe oder eine wissenschaftliche Ausgabe. Beides ist es nicht. Das ist auch sehr angenehm. Das heißt, man kann einfach die Romane sehr gut lesen und anschließend hat man noch diese Erläuterung, die einem einfach nochmal eine zweite Ebene geben zu dem, was man da gerade gelesen hat. Also bei dem ersten Roman, den ich jetzt angegangen bin, war das wirklich eine sehr tolle und gute Einstufung, die nochmal vieles ganz anders beleuchtet hat nach dieser Lektüre. Also, die sind eben nicht teuer. Taschenbuchausgabe bei DTV wirklich zu empfehlen. 2016 erscheint noch ein letzter Band, aber ansonsten gibt es hier die ganz großen Titel. Ja, wenn Sie Lust haben mitzulesen, können Sie das natürlich gerne machen. Ich habe mir jetzt nicht so ein festes Pensum vorgenommen, so jeden Monat ein oder so, aber mal bis zum Ende 2016 werde ich die lesen. Im Literaturcafé.de werde ich vielleicht auch bekannt geben. Vielleicht machen wir auch zu einzelnen Büchern so eine Art Leserunde. Mal sehen, vielleicht klappt es.
So, also ich habe einen, den ersten jetzt gelesen. Und meine Frage war natürlich, welchen lese ich denn zuerst? Lag natürlich nahe, so den bekannten Klassiker zu nehmen, damit man auch mitsprechen kann. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich habe mir das eher unbekannteste Werk ausgesucht, das aber durchaus von großer Bedeutung ist. Und das ist dieses hier. König Alkohol heißt es. Und König Alkohol im Original John Barleycorn, Alcoholic Memoirs, also alkoholische Lebenserinnerungen. Ja, dieses Buch ist tatsächlich, wenn man so will, eine Art Autobiografie von Jack London anhand seiner Alkoholsucht. Das ist vielleicht für viele jetzt, aber war damals auch so ein bisschen so ein Knalleffekt. Jack London, muss man wissen, war erfreulicherweise ein Schriftsteller, der zu Lebzeiten noch seinen Ruhm miterlebt hat. Und auf der Höhe seines Ruhms, 1913, wurde dann hier sein gewisses Coming-out als Suchtkranker, als Alkoholiker veröffentlicht und sorgte natürlich dafür großes Aufsehen. Jack London verbindet man, wie gesagt, ja mit Abenteuer, auch viel mit körperlichem Einsatz. Goldrausch, da musste natürlich gepickelt und gehackt werden. Er war Sportler, er war Reiter und so weiter. Und sein Bekenntnis, dass er eigentlich auch ein starker Alkoholiker war, ja, das ist da ein bisschen unvermittelt. Allerdings, Alkohol und Schriftsteller, das ist ja eine Kombination, die ist ja nicht allzu selten. Es fällt einem natürlich sofort Charles Bukowski ein, aber man denkt auch an Hemingway beispielsweise oder sogar Stephen King, der ebenfalls zugegeben hat oder ganz offen dazu steht, dass er Alkoholiker ist. Glücklicherweise ein trockener Alkoholiker. Ja, so war das auch damals mit Jack London, der gesagt hat, in König Alkohol schreibe ich mal auf, wie ist es mir mit dem Alkohol gegangen. Er hat natürlich auch ein bisschen so eine Absicht mit dem Roman, aber es ist vor allen Dingen auch ein sehr lesenswerter Roman, weil es ist ganz großartig, wie und auf wie viele verschiedene Arten er auch beschreibt, was der Alkohol macht, was alles passiert. Das macht es auch sehr lesenswert. Auch wenn man, so wie ich jetzt glücklicherweise, nicht allzu viel mit dem Thema zu tun hat. John Barleycorn ist, wie gesagt, der Originaltitel. Der Titel der Neuausgabe lautet auch König Alkohol, weil damals der Roman schon in Deutschland unter diesem Titel erschien. Aber John Barleycorn steht natürlich als Person, als Umschreibung für den Alkohol. Eigentlich für den Whisky, stammt aus einem schottischen Gedicht. Und tatsächlich beschreibt Jack London diesen John Barleycorn in diesem Roman als Person. Und es ist keine Verteufelung dieser Person. Natürlich hat man diesen Roman auch damals schon ausgenutzt, oder zumindest die Alkoholgegner haben gesagt, ja, hier, da beschreibt ein ganz berühmter Zeitgenosse, was der Alkohol aus ihm gemacht hat und deswegen gehört der Alkohol auch verboten. Jack London hat ja die landesweite Prohibition 1920 nicht mehr erlebt. Er starb eben 4 Jahre vorher. In Kalifornien war Alkohol noch nicht verboten, als er das geschrieben hat. Aber es gab natürlich Sonderdrucke, die gesagt haben, hier, seht her, auch Jack London sagt, Alkohol gehört verboten. Das sagte aber so direkt nicht. Ganz im Gegenteil, oder nicht im Gegenteil, aber er beschreibt auch zunächst die sehr positive Wirkung, die Alkohol macht. Dass Alkohol Mut gibt, dass Alkohol Selbstvertrauen gibt, dass Alkohol Männer stärkt, dass Alkohol die Leute zusammenbringt in geselligen Runden. Einer der schönsten, wärmsten, gemütlichsten Plätze ist der Saloon, in dem man sich trifft und wo man zusammenkommt. Und da spielt Alkohol natürlich eine große Rolle. Also mit Alkohol macht man viel, traut man sich viel. Dieser John Barleycorn ist da und sagt, hey, du packst es, komm. Also auch als positive Figur. Aber dann auf der anderen Seite, so wie ein bisschen wie Teufelchen und Engelchen, ist dann auch der Alkohol, der wiederum sagt, der einen ins Verderben stürzt und der einen zu Dingen verleitet, die man gar nicht tun möchte. Und am Schluss hat hier er auch Jack London die weiße Logik oder die weiße Philosophie des Alkohols, der John Barleycorn, der bei allem daneben steht und man kann plötzlich die schönen Dinge nicht mehr genießen. Jede positive Geschichte, die man hört, wird gleich durch diese Logik oder durch John Barleycorn mit dem Negativen verknüpft
und verbunden. Also das ist das eine, was sehr interessant ist, seine vielfältigen Arten, wie er den Alkohol beschreibt, was er mit Jack London gemacht hat. Man muss auch wissen, das erklärte Anhang, das ist auch sehr interessant, dass damals, 1913, als das Werk erschien, Alkoholsucht noch nicht als körperliche Abhängigkeit galt, also auch medizinisch noch nicht. Heute wissen wir, dass Alkohol Körperzellen zerstört und natürlich auch körperlich abhängig macht. Damals galt Alkohol aber nur als psychische, als geistige Abhängigkeit. Und das betont der Erzähler, der eben gleich mit Jack London ist, auch immer wieder in diesem Roman, dass er jederzeit aufhören könnte, dass er froh ist, dass ihm, ja, Alkohol schmeckt ihm eigentlich gar nicht, eigentlich mag er Alkohol gar nicht, der Geschmack ist eigentlich widerlich, aber, und er könnte auch jederzeit aufhören, aber komm, noch ein, und es ist gerade so schön, und es ist gerade so gesellig. Das, wie gesagt, resultiert ein bisschen, dass damals die Alkoholsucht ganz anders gesehen wurde, aber auch daraus, dass man so ein bisschen sieht, wie heute viele Süchtige eben ja auch sagen, ja, ich kann jederzeit aufhören, also mit dem Rauchen, ich bin eigentlich gar nicht abhängig, bin nur Genussraucher und so weiter. Das hört man ja auch sehr häufig, also das zieht sich auch durch, das ist auch sehr, sehr interessant. Wir erfahren viel vom Leben von Jack London, wenngleich es keine Autobiografie im eigentlichen Sinne ist. Also viele Personen, die Beziehung zu den Eltern und so weiter, sind nur am Rande beschrieben, spielen keine wirklich große Rolle. Die Hauptperson ist eben John Barleycorn. Aber trotzdem erfahren wir, dass Jack London aus ärmsten Verhältnissen kommt, teilweise auch auf der Straße gelebt hat, als Landstreicher, damals eben in den Yukon zog, um ja reich zu werden, Gold zu suchen, was nicht so ganz geklappt hat. Und dass er dann über Nacht beschlossen hat, Schriftsteller zu werden. Also in seiner Jugend oder in seiner Kindheit wurde schon durch eine Bibliothekarin so ein bisschen der Keim gesetzt für Bücher. Er hat damals in seiner Kindheit schon sehr viel gelesen und irgendwann über Nacht, nachdem er schon in Wäschereien gearbeitet hat oder als Kohleschaufler geschuftet hat in der Straßenbahnmeisterei, da beschließt er irgendwann Schriftsteller zu werden, zu schreiben und sich das anzueignen. Und das klappt plötzlich. Wunderbare Passagen, also auch sehr witzig, wie er zum Beispiel beschreibt, dass er sich eine Schreibmaschine nachts ausgeliehen hat, weil sie nachts im Büro seines Verwandten nicht gebraucht wurde, hat er nachts geschrieben auf diesem mechanischen Ungetüm, was unheimlich laut war und wo man auf die Tasten hämmern musste und wo es nur Großbuchstaben gab. Also das ist sehr, sehr amüsant zu lesen. Und wie gesagt, Jack London hat zumindest noch diesen Ruhm auch miterlebt, den dann seine Geschichten ihm gebracht haben und auch Reichtum. Also das ist sehr interessant, auch wie er zum Beispiel beschreibt, was viele Autoren auch jetzt noch machen, dass sein Pensum 1000 Wörter pro Tag sind. Und bevor diese 1000 Wörter nicht geschrieben sind, da fängt er nicht an zu trinken. Das ist sein eisernes Gesetz. Erst schreiben und wenn die 1000 Wörter auf dem Papier sind, dann darf er trinken. Und irgendwann, ja, darf er mal nicht nur einen trinken, sondern gleich zwei und mehr und mehr. Und man ahnt schon, dass er irgendwann auch mit seiner eisernen Regel brechen wird. Und ja, das ist hier nachzulesen. Das sind wieder die düsteren, die dunklen Motive in diesem Roman. Ja, aber wie gesagt, das ist auch sehr aktuell, denn das Werk beginnt, dass der Ich-Erzähler, der hier gleichzusetzen ist mit Jack London, 1911 zum Wahllokal reitet, um für das Frauenwahlrecht für Frauen, für das Frauenwahlrecht zu stimmen, das erst 1911 in Kalifornien eingeführt wurde. Und sein Hauptargument, warum die Frauen endlich wählen durften, warum die Frauen endlich gesellschaftlich hier ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen sollten und mehr bewirken können sollten, ist, dass wenn die Frauen an der Macht sind, was zu sagen haben, seiner Meinung nach die Frauen dafür sorgen werden, dass der Alkohol verbannt wird. Denn das ist einer der Gründe, warum er sagt, dass er trinkt, weil der Alkohol überall verfügbar ist, weil er dazugehört. Wie gesagt, in den Saloons als die gemütlichen Orte. Er war schon sehr früh in Seefahrerkreisen unterwegs, hat sich da sein Geld verdient. Da musste man natürlich auch immer einen Drink ausgeben und bekam selbst einen Drink ausgegeben und. Das gehörte einfach dazu und auch selbst später, als er bekannt war und in den besseren Gesellschaftskreisen verkehrte, da gehörte der Cocktail einfach dazu. Alkohol war einfach immer da und deswegen trinkt man. So die Theorie von Jack London.
sieht man so ein bisschen. Das wird ja jetzt auch wieder aktuell diskutiert mit ja, Marihuana, ja oder nein, legalisieren. Viele sagen, aber wenn man es verfügbar macht, ist es schon nicht gut. Das ist so ein bisschen auch die These von Jack London. Aber wie gesagt, es gibt auch noch diesen anderen Aspekt. Deswegen taugt es nicht so ganz. Und man sieht ja auch, wohin die Prohibition die USA geführt hat, dass dann ja auch das nicht so gut ist, das alles zu verbannen, aber auch die ständige Verfügbarkeit ist ein Problem. Also diese ständige Ambivalenz machen das Buch sehr gut, dass es also in keiner Weise hier irgendwie eine Kampfschrift für oder gegen den Alkohol ist. Jack London war im Übrigen ja auch Zeit seines Lebens oder ja bis kurz vor seinem Leben überzeugter Sozialist und hat sich also auch immer für die Rechte der Menschen eingesetzt. Und deswegen vielleicht auch hier sein Geständnis damals. Ja, also wie gesagt, ich habe das sehr interessant, sehr mit sehr großem Interesse und sehr gewinnbringend gelesen, weil es einfach ja sehr Einblicke gibt. Zum einen das Leben von Jack London, zum anderen aber auch in diesem Umgang. Was macht der Alkohol mit einem? Und plötzlich sieht man einen ganz anderen Jack London, was vielleicht auch ein bisschen Blick auf die andere oder Licht auf die anderen Romane wirft. Ich bin gespannt. Man muss auch dazu sagen, dass die Erben von Jack London dieses Werk tatsächlich im Bücherstapel, sag ich mal, eher nach unten gebracht haben und auch in seinen Biografien das eher getilgt haben, dass er dieses Werk geschrieben hat, sprich, dass er eben Alkoholiker war. Das wollte man doch nicht so gern, aber wie gesagt, ich denke, man muss dazu stehen und selbst Stephen King macht das ja und es tut seinem Ansehen auch heute keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, man lernt hier mal einen ganz anderen Jack London zum Einstieg kennen. Daher war es für mich eine sehr interessante Lektüre dieser Neuübersetzung von Lutz W. Wolf bei DTV erschienen und ja, das ist eigentlich, was dazu zu sagen gibt. Wenn Sie es auch lesen wollen oder wenn ihr es auch lesen wollt, dann freue ich mich über Kommentare hier unten beim Video und Anmerkungen. Und ich muss mal sehen, was ich jetzt zum Jack London ja als nächstes angehe. Also es gibt ja, wie gesagt, eine ganze Menge Klassiker, die man hier lesen kann und die es hier auch sozusagen gibt. Aber der König Alkohol stand bei mir jetzt erstmal im Vordergrund, um einen ganz anderen Jack London kennenzulernen. Also ich würde mich freuen, schauen Sie auf literaturcafé.de vorbei, abonnieren Sie diesen Kanal, denn hier gibt es auch regelmäßig neue Videos, nicht nur zu Jack London, sondern generell zum Lesen und Schreiben. Also mal auf Abonnieren klicken, da freue ich mich auch sehr. Und auf literaturcafé.de werde ich eben schreiben, was ich als nächstes angehen werde von den Jack London Büchern. In diesem Sinne, halt, Moment, stopp. Jetzt habe ich gar nicht erläutert, warum er eigentlich nur 40 Jahre alt wurde. Also hat er sich also totgesoffen, wäre ja jetzt die Konsequenz. Aus dem, was ich bislang gesagt habe. Nein, das stimmt so nicht. Es gab zum einen immer wieder Gerüchte, dass Jack London Selbstmord begangen habe, was aber wohl auch nicht stimmt. Tatsächlich hat der Totenschein von damals schon ausgewiesen, dass er unter anderem auch eine Nierenkolik erlitten hat. Er musste wohl dann ziemlich viel Schmerzmittel nehmen. Ich meine, klar, auch der Alkohol wird seinen Körper gezeichnet haben. Ja, und die vielen Schmerzmittel, die man eben in seinem Körper fand bei seinem Tod, die haben eben dazu geführt, dass man gesagt hat, er sei an einer Überdosis gestorben und habe sich selbst das Leben genommen. Tatsächlich kam wohl einiges gesundheitlich zusammen, das schlichtweg in dieser Nacht zu 1916 sein Körper nicht mehr wollte und nicht mehr mitgespielt hat und er eben nur 40 Jahre alt wurde und im Übrigen auch von seinem Reichtum nicht mehr ganz so viel geblieben war. Am Schluss seine Farm brannte unter anderem, also Teile davon ab. Also weniger schön das Ende von Jack London, aber dennoch würde ich mich freuen. Lesen Sie mit, Jack London, Jahr 2016,
was als nächstes gelesen wird, auf literaturcafé.de, hier in den Kommentaren was schreiben, den Kanal abonnieren. Ich freue mich übers Mitlesen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.